Hallo da draußen, hier ist Hagen Geritz von Gamers Global. Herzlich willkommen zum Steam Blind Date. Steam versteckt ziemlich gut, wie viele Spiele wirklich Tag für Tag in den Store fluten. Was aber, wenn man alle Filter ausstellt und sich auf ein obskures neues Spiel einlässt? Das finde ich jetzt heraus im Steam Blind Date. Seelenlose Klone und dreiste Asset-Flips sind natürlich kein Date-Material, aber es gibt sie auch, die Titel, die Interesse wecken. Als ich durch die neuen Spiele vom 11. April 2022 scrollte, stolperte ich über Dungeons Fall. Ein Arcade-Shooter, in dem ein Zauberer Monster abballert, während er im freien Fall durch den tiefsten Dungeon aller Zeiten segelt. Das klingt schön schräg. Hallo, mein Blind Date. The Demon Lord has fallen. Das Intro ist schon mal der Hammer. Gut, das Englisch ist etwas holprig, wie auch immer. Die Grabesstimme sorgt schon mal für Stimmung. Er klingt nach dem Intro nun auch schönster Metal-Klang à la Doom? Ja, nicht ganz. Mit Feuerbällen diese 2D-Fässer durch die Luft schleudern macht schon mal einen guten Eindruck. Dazu kann der Zauberer mit Wolken eine Plattform unter sich erzeugen. Besiegte Gegner bringen Punkte. Damit ist alles geklärt und es geht Hals über Kopf in den 1000 Kilometer tiefen Dungeon. Mein Blind Date ging es etwas zu schnell an. Den freien Fall hatte ich mir nicht ganz so rasant vorgestellt. Ich falle, baller auf die Wassertropfen des Todes, erkenne nicht viel und sterbe meinen ersten Tod. Beim zweiten Anlauf nutzte ich öfter die Wolkenplattform, um mich abzubremsen. Doch egal was ich mache, die Gegner fallen immer zu schnell, als dass man sie erkennen könnte. Dann passierte lange, lange nicht viel, während ich fiel. Was tue ich? Ich fall immer weiter und erwarte, dass was anderes passiert. Es ist nahe am Wahnsinn. Doch gerade als ich dachte, es kommt nichts mehr Neues. Oh, es gibt einen neuen Gegnertyp. Leute, seht euch das an. Wassertropfen und irgendwelche grünen, einäugigen Viecher mit einem Messer. Wahrscheinlich die Goblins. Jetzt einfach warten, bis mal welche spawnen, dass ich nicht in sie reinfliege. Haha. Was? Was ist das für ein Geräusch? Nein, das kommt jetzt nicht jedes Mal, wenn die aufplatschen oder von mir umgebracht werden. Das ist ja grotesk. Kann man das denn? Oh, das ist übersteuert. Eigentlich wusste ich schon, das wird nichts mehr, aber ich blieb dran und nach über einer halben Stunde in dem Durchlauf kam der erlösende Tod dann sehr schnell. Ah, jetzt wird's hier plötzlich sowas mit Ausweichen. Oh Mann, Dungeons Fall, deine Idee ist eigentlich gar nicht schlecht. Es fällt mir nicht schwer, mir vorzustellen, wie spaßig es wäre, in einer Art Shoot'em'up im Rückwärtsgang das eigene Sturztempo anzupassen. Aber das Tempo von Dungeons Fall macht null Sinn. Ich ballere blind auf quasi unsichtbare Feinde, denen ich auch nicht ausweichen kann. Immerhin bin ich mir sicher, dass ich einen der höchsten Highscores in Dungeons Fall halte, wenn auch nicht wegen meiner Skills, sondern wegen des Zustands des Spiels. Sorry Dungeons Fall, ein zweites Date wird es nicht geben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Like da, abonniert den Kanal und verratet uns in den Kommentaren, wie euch das Steam Blind Date gefallen hat. Danke fürs Zusehen.